Ladies and gentlemen, it's showtime. Gynecos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Gynecos. Freunde, ganz zu Beginn, wir haben drei Preishammer für euch. Voraussetzung ist der Code Podcast, mit dem gibt es die standardmäßigen 10% auf alles, was ihr im Gynecos Shop findet. Gerade in Bezug auf drei Produkte ergeben sich da aber absolute Toppreise. Verumway im Kilobeutel bekommt ihr in dem Fall für 22,50 Euro. Kreatin in der 500 Gramm Dose für 13,50 Euro und den Crea Beta Stack ebenfalls in der 500 Gramm Dose für 15,29 Euro. Gynecos-shop.com ist die URL. Podcast ist der Rabattcode. Wir freuen uns über jeden Support und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Gynecos Podcasts. Heute mit Luca Reger, unserem Shootingstar im deutschen Bodybuilding. Hat sich gerade erst mit 22 Jahren für den Mr. Olympia in der Classic Physik qualifiziert. Und wir werden in der Folge mal ergründen, wie man so früh schon so weit sein kann und so gut aussieht. Luca, vielen Dank für deine Zeit in der Prep und damit herzlich willkommen im Gynecos Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Und ich freue mich drauf. Ich bin gewappnet für die Fragen. Ja, ich freue mich auch. Lass uns direkt mal bei der Einleitung ansetzen und drüber sprechen, wie man mit 22 schon so aussehen kann wie du. Du kannst es ja rein rechnerisch noch gar nicht so lange machen. Wann genau hast du mit Kraftsport angefangen und wie ist es dazu gekommen? Also ich mache es eigentlich dann trotzdem schon relativ lang, würde ich sagen. Also ich habe 2016, glaube ich, so angefangen mit wirklich Trainieren und allem. Aber das war halt natürlich kein Bodybuilding so. Ich habe halt wie die meisten angefangen, du gehst, Entschuldigung, übrigens, dass ich bin nicht dreckig, für die Leute, die zuschauen, das ist noch Wettkampffarbe. Und auch wenn ich verklatsche, schau, ich habe bis gerade eben geschlafen. Sorry, damit es geklärt ist, nicht, dass jetzt hier ein, der hat noch Erde an den Händen, wenn ich es gerade in der Kamera sehe. Also ich habe trotzdem relativ früh angefangen, 2016, wie gesagt, aber einfach nur null mit dem Ziel auf Bodybuilding. Im Gegenteil, ich kann mich wirklich noch erinnern, ich habe die YouTube-Videos geschaut, von der Hardgainer-Crew mal irgendwie. Ich dachte mir wirklich so, boah, das schaut so scheiße aus. Wie kann man so ausschauen wollen? Also ich konnte mit Bodybuilding gar nichts ab eigentlich. Ich wollte einfach nur trainieren, ein bisschen besser ausschauen. War halt immer relativ dünn so. Und ja, es ist dann aber halt so, du willst natürlich irgendwie immer mehr. Du bist nie zufrieden. Und wenn du mal an dem Ziel bist, wo du vielleicht eigentlich körperlich hin wolltest, dann trotzdem wirst du nicht denken, boah, jetzt schaue ich geil aus, so schon passt's. Natürlich nicht, du willst dann immer mehr und das wird natürlich auch immer extremer und auch Thema, die ganzen Themen, so Ernährung und so, man fängst du natürlich an, viel ernster zu nehmen. Irgendwann fängst du mal an, wenn du irgendwo gehört hast, dass du mal abends ein Quark isst vorm Schlafen gehen, dann trinkst du einen Eiweißshake nach dem Training, dann fängst du an, Haferflocken morgens zu essen. Ich habe, glaube ich, dann 2-3 Jahre wirklich, das ist ja eigentlich auch dumm, aber so ich kannte mich halt nicht aus, aber ich habe es halt irgendwas gehört, habe ich 2-3 Jahre täglich 200 Gramm Haferflocken einfach mit Wasser gegessen. Also weiß nicht mal aufgekocht, ich habe wirklich die genommen, einfach Wasserhahn rein, habe das mir reingehauen, weil ich dachte, ja, geil. Und weißt aber, du informierst dich ja dann weiter, irgendwann machst dann halt mal Whey rein, weil du denkst, okay, vielleicht wäre doch ein Eiweiß noch ganz geil am Morgen. Und irgendwann holst du dir einen Coach und willst halt immer weiter. Ich war dann 2021 das erste Mal auf der Bühne, wollte aber schon so 1-2 Jahre vorher, wusste ich will auf die Bühne und habe auch schon mir so gesagt, hey, ich will das auch sogar mal professionell machen oder so. Aber seitdem dann wirklich wettkampfmäßig. Mhm. Du hast Hardgainer Crew jetzt gesagt, wer waren noch so die Protagonisten, die du verfolgt hast am Anfang? Also Hardgainer Crew war gar nicht mal unbedingt so Protagonist. Wie gesagt, ich hab eher mal durch Zufall ein Video gesehen und dachte mir schon scheiße aus. ich kann es gar nicht direkt sagen. Ich habe mich schon so oft gefragt, wie ich überhaupt dazu gekommen bin zu trainieren und alles. Ich glaube, ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, es war ein bisschen durch so Deutschrap damals. Ich habe so viel Kollegen und so gehört und da war ja auch gerade so dieses Pumper-Dings. Und ich glaube, dadurch bin ich so ein bisschen reingekommen. Aber dann halt, wie gesagt, am Anfang noch gar nichts mit Bodybuilding. Und irgendwann schaust du dir halt, googelst du mal, wie Übungen gehen. Und da gab es, glaube ich, von Smart Gains und so viele Übungserklärungen. Dann schaust du dir das mal an und so. Und war auch so eine Entwicklung, dass du dann irgendwann mal Bodybuilder verfolgst und so. Das war jetzt nicht von Anfang an.
Ist eigentlich lustig, man hat irgendwelche Ziele, dann erreichst du die, guckst in den Spiegel und denkst, ja, ich sehe immer noch dünn aus. Irgendwie will ich mehr. Man verliert schon stark den Blick dafür, oder? Voll, voll, 100%. Wie gesagt, es soll jetzt nicht blöd klingen, aber früher hätte ich mich in echt gesehen gesagt, schaut nicht gut aus, schaut eklig aus. Mhm. Jetzt denke ich mir, es schaut eklig aus, weil es so dünn ist. So schlimm ist es jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, wie schnell hast du gemerkt, dass du vielleicht so ein bisschen besser veranlagt bist für den Sport? Weil 2016, klar, es sind jetzt trotzdem 8 Jahre, aber da ist schon viel gegangen und du bist ja auch sehr jung noch. Das ist eigentlich das Witzige, aber das finde ich auch immer, kann ich dadurch irgendwie vielleicht motivieren, zu Leuten sagen, ich habe das erst so spät gemerkt. Also richtig gemerkt habe ich es tatsächlich erst so letztes Jahr. Und ganz ehrlich, bei mir war es im Gegenteil. Die ersten Jahre, ich war immer so eher, ja, vielleicht hat er nicht so eine gute Genetik. Wenn meine Genetik halt nie so darin bestand, ich gehe ins Gym, fasse eine Hantel an und explodiere. Aber ich finde, darüber definiert jeder Bodybuilding-Genetik. Aber ich finde, es ist nur ein Mini-Bruchteil davon. Ich finde, eine viel ausschlaggebendere Punkt in der Genetik ist zum Beispiel, wie sind die Formen deiner Muskeln, wie ist dein Knochenbau. Und irgendwie jeder, der ins Gym geht und nicht direkt explodiert, sagt, er hat keine gute Genetik. Aber sind wir mal ehrlich, jeder Open-Bodybuilder, sogar Amateur oder die meisten, haben ja genug Muskeln, um in der Classic auch als Pro zu bestehen. Heißt, wenn es nur um dieses Punkt Muskelaufbau gehen könnte, könnten die einfach alle in die Classic gehen und würden da Mr. Olympia werden. Aber so ist es ja nicht. Mhm. Es sind so viele andere Faktoren in der Genetik. Und das waren jetzt auch nur ein paar Bruchteile, die ich genannt habe. Und die merkst du nicht direkt von Anfang an. Ich habe halt trotzdem immer weitergemacht. Deshalb ist es halt auch so ein Punkt, warum ich Leuten dann sage, hey, nur wenn ihr nicht direkt am Anfang merkt, hey, ich explodiere, ich werde Mr. Olympia, heißt nur nichts. Vielleicht werdet ihr nicht Open Mr. Olympia, aber trotzdem. Und wie gesagt, das war dann eher letztes Jahr, als dann bei mir die Saison so richtig gut lief, dass mir viele gesagt haben, ey, boah, die Linie ist brutal. Das schaut gut aus, wenn das noch ausgefüllt ist mit den Muskeln, dann wird's gut. Also das war, davor waren es nur ganz wenige. Mhm. Halt, wen ich immer denken muss, ist tatsächlich Martin Hahn. Der war irgendwie der Einzige, wo ich sogar bei der Saison, wo ich richtig reingeschissen habe, eine Insta-Story gemacht habe, der hat gesagt, ich weiß nicht, warum der das wusste, hat gesagt, aus dem wird was. Sogar, wo ich eigentlich richtig schlecht war beim Wettkampf, keine Ahnung. Er hat ein gutes Auge wahrscheinlich, Talente zu erkennen. Ich habe noch einen Chatverlauf mit dem, der hat mir vor 2-3 Jahren, ich habe nämlich letztens darüber geschrieben, jetzt nach der Quali, hat mir vor 2-3 Jahren geschrieben, ey Bro, ich verspreche dir, irgendwann stehst du beim Olympia, hat er mir geschrieben. Weise Voraussicht auf jeden Fall, kann man sagen, der Nostradamus der deutschen Bodybuilding-Szene. Würdest du sagen, diese ganze Social-Media-Geschichte fällt dir persönlich einfacher, weil du so jung bist, dass du quasi von klein auf das alles mitbekommen hast? Boah, ich weiß nicht. Ich habe mir den Mac gekauft für die Podcasts. Ich hatte davor einen Windows-PC. Ich habe mich gefühlt wie ein alter Opa. Ich sag's dir, ich habe da gar nichts hinbekommen. Also eventuell natürlich schon ein bisschen einfacher, wie wenn du jetzt halt irgendeinem, keine Ahnung, irgendeinen Ronny Rockel oder so, der soll jetzt auch anfangen mit Social Media. Natürlich wird der schwieriger haben wie ich, weil ich halt auch in meiner Freizeit sowas verfolge und andere Leute verfolge. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war trotzdem für mich so ein bisschen neu seit so einem Jahr, halben Jahr, wo ich jetzt halt dann mal so einen richtigen Sponsoring-Vertrag, sage ich mal, bekommen habe und so, wo du dann auch ein bisschen dahinter sein musst, ist es schon so trotzdem ein bisschen, wie gesagt, neu und komisch, weil, keine Ahnung, du bist nie so der Typ, oder ich war nie so der Typ, der einfach mal so eine Story macht, hey Leute, und so, und sowas musst du schon lernen, ohne dass du dich dabei irgendwie blöd vorkommst, weißt du, ich meine? Mhm. Du hast gesagt, zeitlich ist es bei dir aktuell in Prep auch wegen deinem Hauptjob ein bisschen anspruchsvoll mit so Live-Terminen und längeren Fahrten. Was arbeitest du denn? Also was hast du gelernt? Also ich habe Abitur gemacht, habe dann aber eine Ausbildung gemacht als Bankkaufmann. Das war, wann habe ich denn? 2020 habe ich Abitur gemacht und 22 Ausbildung fertig. Ich konnte es verkürzen, weil ich Abitur habe. Also es war relativ entspannt. Und ja, Bankkaufmann, ich habe das seit aber einem Jahr, mache ich es nur auf 30 Stunden. Mhm. Und jetzt habe ich aber ganz gekündigt, arbeite noch so einen Monat und dann bin ich raus, mache dann nur noch Bodybuilding, Coaching, Social Media, dieses ganze Konstrukt drumherum. Hast du vorm Kraftsport irgendeinen anderen Sport gemacht? Ja, ich habe Fußball eigentlich mein ganzes Leben lang gespielt. Mhm. Da war ich aber echt ziemlich, ziemlich schlecht. Aber das habe ich eher nur so aus, hat das Spaß gemacht, alle Kumpels haben Fußball gespielt. So, dann hat man es halt auch gemacht irgendwie. Ja, oft hat man ja so Talente, die aus dem Kampfsport kommen oder aus dem Turnen. Hast du gar nichts davon gemacht?
Nee. Wo ich richtig gut war eigentlich, aber habe ich nie vereinsmäßig gemacht, ist Leichtathletik. Mhm. Also ich habe nie irgendwas trainiert, aber ich habe in der Schule immer, also es soll jetzt nicht blöd kommen, aber war ich immer der Beste von allen, so was so Sprinten und so angeht und Weitsprung. Da hätte ich vielleicht ein bisschen Talent dafür gehabt. Jetzt nicht mehr mit meinem Körpergewicht, aber das hätte ich verfolgen können. Ich glaube, ich habe so auch einen ganz guten sportlichen Weg jetzt eingeschlagen. Mhm. Und deine Eltern hatten auch gar keinen Bezug zum Kraftsport? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Nee. Also was da weiß die, ich auch sehr... Ja, was haben die gesagt, als du das erste Mal so Whey- und Kreatindosen rumstehen hattest zu Hause? Ich wollte gerade sagen, Alter, boah, ich glaube, das werden jetzt sehr, sehr viel nachvollziehen können, aber was das für Diskussionen gab. Also ich muss echt sagen, das ist mittlerweile bei mir im kompletten Gegenteil. Ich weiß, das ist so ultra zu schätzen. Also meine Familie und so, die supporten mich so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also meine Mom und so, meine ganze Familie, die kommen mit nach Las Vegas, die feiern das so übertrieben ab. Die haben sich, glaube ich, mehr gefreut, dass ich mir die Quali geholt habe, wie ich selber. Also die Leute, die da live vor Ort wissen, die waren, die haben das, glaube ich, mitbekommen. Meine Schwester ist wie so ein kleines Kind rumgehüpft. Wirklich, die feiern das übertrieben ab und supporten mich da richtig dabei. Also das ist wirklich unglaublich. Aber am Anfang war das schon so, wie es halt bei jedem ist. So, das ist natürlich, stellt sich die Mutter irgendwie lieber vor, da eben, dass der so ein Fußball spielt, wie dass der Hardcore-Bodybuilding betreibt. Auch wenn es von Anfang an kein Bodybuilding so war, aber trotzdem, klar, du bringst dann da dein Eiweiß mit und dein Kreatin und die wissen nicht, was es ist, so ein chemischer Scheiß. Also denken die natürlich. Und ja, und wenn es dann auch noch so extremer wird und du so auf deine Ernährung achtest, und die sieht irgendwo ein Video auf Social Media, wo du irgendwie ein paar hundert Kilo rumdrückst und die hat so Angst, dass du ja irgendwas kaputt machst und so. Ich glaube, das werden viele nachvollziehen, aber ich finde, das ist halt so ein, ich wurde auch schon so oft gefragt, wie ich damit so umgegangen bin, aber ich finde, das ist halt so ein Prozess. Natürlich werden die nicht von heute auf morgen sagen, hey, ja, okay, ist gut, was du machst. Du musst es denen so ein bisschen halt beibringen und halt auch zeigen, dass du das nicht irgendwie einfach blöd machst, sondern eher mit Verstand. Gerade wenn es in extreme Richtungen geht, dass du einen Coach hast, dass du zu einem Arzt gehst, dass du Blutbilder machst und dass du weißt, was du machst, dass die das auch sehen und nicht denken, hey, der weiß ich mein. Mhm. Und ich glaube, dann kommt da auch mehr Verständnis. Klar, mhm, ist es natürlich in meinem Fall noch so, wenn da noch Erfolge dazukommen und die auch wirklich die Eltern verstehen, hey, das ist eine Sache, da kann auch eine Karriere draus werden. Und so ist natürlich noch mal was anderes, aber auch ansonsten, die würden mich auch supporten, hätte ich jetzt halt am Wochenende nicht gewonnen. Also das ist dann halt, du musst es sehen, halt wie gesagt, weil das ist vielleicht so ein Appell an viele, weil wie gesagt, das kriege ich ganz oft gefragt. Das braucht Zeit, das braucht auch nicht nur ein paar Wochen, das braucht Jahre, aber du musst es denen halt einfach beibringen und halt einfach zeigen, dass es nicht nur so eine Phase ist, wo du jetzt irgendwie blöd machst und dir dabei deine Gesundheit kaputt machst, sondern dass du da wirklich dahinter bist, weißt, was du machst, dass es dein Leben ist, dass sich das erfüllt und dass du, ja, dem voll dahinter bist, auch was Gesundheit und alles angeht. Mhm. Sind die mittlerweile so intuit, dass die komplett peilen, was du machst, oder musst du immer noch viel erklären? Das ist ziemlich schon. Mhm. Also jetzt gerade so in bestimmteren Supplement-Bereichen, so natürlich jetzt nicht direkt, sage ich ja immer, heute gibt's das und das. aber grundsätzlich ja, die wissen schon, was Sache ist. Mhm. Wie kamst du der Zusammenarbeit mit Roland Cirlock? Ich habe meinen ersten Wettkampf habe ich mit einem anderen Coach gemacht, mit Manuel Bauer. Okay. War auch gut. Der lief zwar nicht gut, aber da war jetzt nicht er dran schuld. Ich war einfach körperlich noch nicht so weit und alles. Und da habe ich tatsächlich also erstmal bin ich über, das war mit dem DBV, da brauchst du immer so ein Studio, über das du starten darfst, wenn dein Studio kein Mitgliedsstudio ist. Und ich habe wirklich 20, 30 Studios bei mir in der Nähe abtelefoniert, wenn mein Studio kein Mitglied war. Und alle wollten nicht, dass ich über die starte. Warum nicht? Und, keine Ahnung, die haben gesagt, nur eigene Athleten. Also die, okay, haben nicht mal gesehen, also es war jetzt nicht, weil ich schlecht aussah oder so, sondern haben einfach nicht gewollt. Und aus irgendeinem Grund war Roland das einzige Studio, obwohl das ja eigentlich einen Ruf hat, sein Studio, der hat gesagt, ja, ist okay. Und dann bin ich im Backstage zu ihm hin, weil er auch da war, das war Bayerische Meisterschaft, hab mich bedankt, wir haben ein bisschen gequatscht und der war halt einfach ultra korrekt, ultra sympathisch. Und da habe ich gesagt, hey, ich komme zu dir ins Coaching. Mhm. Das war jetzt, wie gesagt, nicht, weil es davor schlecht war, sondern ich hatte jetzt keine krasse persönliche Bindung davor, aber auch zu Manuel. Das war alles gut, wir haben einfach eine Wettkampfvorbereitung gemacht. Aber mit Roland, das hat sich direkt halt passend angefühlt, wo wir gequatscht haben. Und da habe ich gesagt, hey,
Wie lange hat das gedauert, dass du dir einen Coach gesucht hast? Das ist ja super clever und eigentlich auch sehr wichtig. Für junge Athleten würde ich sagen, da kannst du dir viel Geld sparen, wenn du von vornherein mit irgendjemandem zusammenarbeitest, der das schon länger macht und Ahnung hat. Also ich habe mir dann halt zur ersten Vorbereitung einen Coach geholt. Wäre aber schlauer gewesen, hätte ich mir vorher eingeholt. Wie gesagt, die erste Vorbereitung, die finde ich gut, was nicht an meinem Coach lag. Aber wäre ich ein halbes Jahr bei ihm davor gewesen, wäre es trotzdem viel besser gelaufen. Alter, ich bin in der Diät, ich habe 30 Kilo abgenommen und ich war nicht fertig am Ende. Ich hatte mich halt auf eigene Faust zu hoch gefressen, weil ich irgendwie, du verlierst so einen Blick für dich selber auch. Und das wollen, glaube ich, viele nicht akzeptieren, aber ich weiß, dass das bei ganz vielen so ist, weil ich kriege so oft, auch wenn es da Formbilder geschickt, von Leuten, die haben 25-30% Körperfett und fühlen sich halt brutal, weil sie 100 Kilo haben. Und genau so war ich nämlich am Anfang auch. Ich habe wirklich nur auf der Waage geschaut. Das ist das Gewicht ein paar Tage nicht hochgegangen, habe ich mein Essen erhöht. Zack, fertig. Hauptsache, mein Gewicht geht hoch. Dann hatte ich irgendwann 110 Kilo. Komplett zugefressen so. Und dann, wie gesagt, haben wir da 30 Kilo erstmal abgenommen. Und ich war immer noch nicht fertig. Da hat die Zeit nicht gereicht, obwohl wir 26 Wochen Diät gemacht haben. Wäre ich da ein halbes Jahr früher zu Manuel gegangen, wäre es natürlich viel besser geworden. Da konnte er auch nichts mehr so retten in dem Sinn. Aber das ist deshalb schon so die Sache. Ich würde mir echt früh einen Coach holen, so früh wie es geht. Wie gesagt, das kriege ich so oft mit, auch in meinem Studio, dass ich halt von Leuten weiß, die wirklich einfach nur zunehmen wollen und so. Und die sind so, nicht böse gemeint, aber halt so brutal fett schon, dass ich mir denke, ey, du würdest viel besser aufbauen, würdest jetzt ein halbes Jahr Diät machen, du hättest eine viel bessere Insulinsensibilität, dein Training wird besser laufen, dein Körper nimmt die Nährstoffe viel besser auf. Es hat nur Vorteile. Aber irgendwie wird man da eben so ein bisschen blind, weil du bist ja nicht von heute auf morgen fett. So, und das siehst du nicht mehr so, aber du willst halt, dass das Gewicht immer höher geht und so. Und ich glaube, da ist halt schon gut, wenn du jemanden hast, der objektiv das Ganze beurteilen kann. Also ich habe es mir dann schon relativ früh einen Coach geholt, aber noch früher wäre natürlich noch besser gewesen. Mhm. Willst du deine Gains und deine Performance im Gym aufs nächste Level bringen? Wenn sich das gut anhört, dann helfen wir dir im Gynikus Coaching dabei, genau das zu erreichen. Wir erstellen einen Trainings- und Ernährungsplan, der auf deine Bedürfnisse angepasst ist und betreuen dich in einem echten 24/7 erreichbaren Coaching. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung, dort kannst du ein Erstgespräch mit mir buchen. Wir tauschen uns ganz unverbindlich über deine Situation aus, besprechen deine Ziele und schauen, wie wir dich bestmöglich unterstützen können. Kannst du das für dich selbst sagen oder hast du mal drüber nachgedacht, warum Roland so ein guter Coach für dich ist? Also was er für dich ausmacht? Ja, das Auge. Sag ich dir ganz ehrlich. Es gibt 100%, nicht böse gemeint, Coaches, die noch viel neuere Studien kennen, noch mehr Wissen oder so haben. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Coaches, die so ein Auge haben. Gerade Roland und Dagmar im Team, das ist so krass. Also wenn die dich am, also guck mal an, ich habe voll oft schon bei Roland mit Burger und Pommes und Eis vorm Wettkampf geladen. Mhm. Und bei einem Wettkampf hatte ich dann keine Burger, Pommes, Eis vorm Wettkampf, weil die mich angeschaut haben, nee, machen wir nicht. Jetzt war ich in St. Ich weiß mittlerweile, dass sie so ein gutes Auge haben. In St. Leonroth war ich auch am Tag davor bei denen im Hotelzimmer und die schauen mich nur kurz an, ich poste ein bisschen durch und dann sagen sie zu mir, ja, wir machen heute mal Burger, Pommes, aber kein Eis. So haben wir es noch nie gemacht. Und ich bin mir im Nachhinein aber so sicher, hätte ich das Eis noch gegessen, dann wäre ich zugelaufen. Hätte ich die Burger und Pommes nicht gegessen und hätte nur clean gegessen, dann wäre ich nicht prall gewesen. So sehr bin ich da schon so im Vertrauen, weil es jedes Mal so geklappt hat. Und es ist eine Sache, die kannst du nicht durch irgendwelche Bücher lernen. Die haben halt wirklich schon tausende Leute vorbereitet. Jeder, der im Bodybuilding drin ist, der weiß so, Roland Dagmar bereiten wahrscheinlich jedes Jahr 20, 30 Leute oder so vor, auf verschiedene Wettkämpfe noch, dann sind es ja schon mal 100 Vorbereitungen im Jahr. Das werden wahrscheinlich über 1000 sein. Und da gibt's halt ganz wenige Coaches, vielleicht noch so Chris Acito oder so, die da wirklich so ein Auge dafür haben. Und ich finde, das macht halt so einen riesen Unterschied, gerade so die letzten Tage vor dem Wettkampf. Und es ist jetzt natürlich auch nicht so, dass er ein schlechtes Wissen hat, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, es gibt vielleicht Leute, die haben mehr Wissen. Aber das wird niemals sowas ausgleichen können, so eine Erfahrung, so ein praktisches Auge, dass er dich anschaut und weiß, hey, der braucht noch so und so viel zu essen, sonst überläuft er oder so Sachen halt. Wie wichtig ist die zwischenmenschliche Komponente in so einer Coach-Athleten-Beziehung? Schon auch sehr wichtig, finde ich. Also, ich bin sehr gut mit Roland. Und es ist halt das Wichtigste, dass du gutes Vertrauen hast zu deinem Coach. Also, wie gesagt, das ist halt wichtig, dass
wenn er mir sagt, hey, du isst noch die Burger Pommes und so, dass ich weiß, das passt. Und mir nicht einen Kopf mache. Ich glaube, viele würden sich, du musst halt dieses Vertrauen haben, weil viele würden sich dann verkopfen oder so, hey, nicht, dass ich dann zu voll bin und so, und dann hast du eher nur Stress dadurch, es wird nur schlimmer. Also, das war bei mir am Anfang auch ein bisschen so, ich musste das erst lernen, dem so 100% zu vertrauen. Ich weiß noch genau, wir haben jedes Mal Burger Pommes Eis vor dem Wettkampf geladen, an dem Tag, als ich meine Pro-Card geholt habe, nicht. Und ich dachte mir wirklich den ganzen Abend, ey, ich werde safe zu flach sein. Wir haben es noch nie so gemacht. Am Ende saß die Form, und wenn das halt oft sich wiederholt, dass es immer so aufgeht, dann hast du halt einfach so ein Vertrauen irgendwann. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Aber natürlich auch so dieses grundsätzlich Zwischenmenschliche, dass man sich versteht und so, ist natürlich auch wichtig. Weil sonst funktioniert die Zusammenarbeit von Grund auf nicht. Also du würdest schon sagen, mittlerweile ist das Vertrauen so groß, dass du überhaupt nicht mehr in Frage stellst, überhaupt nichts mehr in Frage stellst und so wie ein Soldat nur noch funktionierst? Also ziemlich. Also ich spreche auch schon mal was von mir an. Zum Beispiel gestern haben wir die Kohlenhydrate reduziert. Hat er meinen Reis reduziert und mein Cluster im Training raus, habe ich gesagt, hey Roland, können wir nicht lieber den Reis ein bisschen weiter runter machen, mein Cluster drin lassen, weil ich mag voll gerne Carbs im Training, weil ich voll gut was merke. Klar, haben wir gemacht, das ist ja kein Thema. Sowas bespreche ich schon auch mal zusammen und bringe halt was von mir ein, wenn ich sage, hey, so wäre es mir vielleicht ein bisschen rechter oder so. Aber gerade bei solchen Sachen oder so, da 100% vertraue ich da. Und das ist schon auch wichtig. Mhm. Bist du eher Oldschool oder eher Newschool oder würdest du sagen, so eine gute Mitte und du nimmst von beiden Welten was mit? Ich würde sagen, so eine gute Mitte. Mhm. Also ich feiere diesen Oldschool-Ansatz, ich trainiere sehr volumenlastig. Ich feiere es nicht, Sachen zu sehr zu komplizieren, einfach zu ackern oder so. Aber gerade auch bei, ich feiere zum Beispiel auch brutal, und da bin ich riesen Fan von so Gesundheitssubs oder so. Das ist ja eigentlich auch gar nichts, was im Oldschool-Bereich was zu tun hat. Also ich finde schon auch wichtig, irgendwie sich so gut wie möglich alles zu optimieren. Aber ich finde halt, Newschool-mäßig macht man sich oft viel zu viel kompliziert. Ich versuche alles so einfach wie möglich halt zu halten, aber schon so mit neuesten Erkenntnissen auch zu optimieren. Mhm. Wie trainierst du denn? Also viel Volumen hast du gesagt. Was ist dein Split? Also wie oft gehst du pro Woche? Also ich gehe 5-mal pro Woche, aber ich habe jetzt keinen klassischen Fünfer-Split. Seit letztem Jahr meiner Saison trainiere ich nur noch alle 14 Tage Beine tatsächlich, weil die halt zu dominant waren oder immer noch ein bisschen sind. Und innerhalb von 14 Tagen 3-mal den Oberkörper durch. Hat auch schon deutlich besser aufgeholt. Ich denke, ich werde es aber auf jeden Fall noch ein bisschen so weitermachen. Weil gerade in der Classic, ich meine, ich habe ein Weightlimit, wenn ich jetzt auf jedes Bein noch 2 Kilo draufpacke, sind das 4 Kilo, die mir am Oberkörper fehlen. Das wäre halt einfach nur blöd. Aber genau, sonst trotzdem eher wie so eine Richtung von was bitte. Also ich habe schon sehr aufgeteilt alles, sehr einzeln. Ich habe halt dann mal nach Brust noch Trizep dabei oder so. Mhm. Kannst du mal dein Gewichtslimit jetzt bei den Profis sagen und vielleicht deine Größe dazu? Knapp über 1,83 und 106,1 Kilo. Mhm. Ich habe auch noch das gut offen. Also ich hab halt das Glück erstens, dass ich einmal ganz unten an der Klasse bin. Ab 1,83 bis 1,85 irgendwas hat man halt die 106,1. Ich bin ganz unten. Ist ja mega praktisch, weil jemand, der 2 Zentimeter größer ist, darf gleich viel wiegen. Und ich hatte jetzt beim Einwiegen, glaube ich, 103,6. Aber ich hatte erst ein T-Shirt und Hose an, also 103, sagen wir mal. Und die war am Abend und ich habe den ganzen Tag geladen. Ich hatte, glaube ich, schon fast 1 Kilo Reis oder so drin. Ich hatte am Morgen von der Waage 101,5. Hätte ich jetzt den ganzen Tag nichts gegessen, was man viele ja machen, die am Weightlimit sind, wäre ich noch ein paar Mal auf dem Klo gewesen, hätte ich wahrscheinlich 100 oder so gehabt zur Waage hin am Abend. Also ich, du kannst auch noch Gewicht drücken, dann gehst du in die Sauna oder irgendwas. Also 6-7 Kilo kann ich, denke ich, auch noch mal draufpacken. Mhm. Ein paar Leute haben gesagt, du hättest 8 Kilo. Ist das dann nicht akkurat, oder? Ja, wenn vielleicht du drückst, 6, ja, aber 6, aber wenn du drückst, ganz ehrlich, ich kenne so viele, die sind, guck mal an, wie der Florian Hartlage, wie viel der noch am Tag davor drüber war, der hat dann halt sein Gewicht runtergedrückt. Also ich finde, du kannst schon auch deutlich mehr oft aufbauen, wie man denkt. Jetzt so wirklich rein, ohne mein Gewicht zu drücken, vielleicht 6 Kilo oder so, aber wenn du das Gewicht drückst, dann geht schon noch ein bisschen mehr. Aber ich meine auch 6 Kilo, du weißt selber, ab einem gewissen Level, wenn ich jetzt noch 6 Kilo drauf mache, dann bist du noch mal ein ganz anderer Mensch. Ja, das ist transformiert die nochmal ordentlich. Ich sag das immer und kauf dir mal so 200 Gramm Hüftsteaks und hau dir die mal irgendwo dran. Das ist ja unmenschlich, ja. Irgendwann. Und jetzt 30 Mal das Ganze. Das wäre richtig krass. Also da hast du auf jeden Fall noch viel Luft offen. Aber habt ihr jetzt eigentlich diese Athletenpässe in der Classic Physik? Ist das schon soweit? Nee, Mann. Nee. Ich frage, jetzt wo du mal auf, da bist, will ich die Waage ist mir jetzt noch, ich habe noch nichts mitbekommen und das regt mich echt ein bisschen auf, weil die Waage ist bei mir nicht so das Thema.
eher dann die Größe, weil ich wirklich ganz unten dran bin. Ich habe die Größe, aber wenn es dann abends ist, du entwässert bist, dann ist teilweise schon knapp. Diesmal hat es auch voll gepasst. Aber wenn, dann mache ich mir Dates da drüber Sorgen. Es wäre entspannt mal. Mhm. Ja, ich hoffe, dass es bald kommt. Da gehst einmal rein, hast irgendwie deine 183, noch mal was und dann bist du durch für immer quasi. Ne, ich glaube, die wollten es ja machen, dass es dreimal gemossen wird bei drei Wettkämpfen und dann ja. Durchschnitt genommen wird. Aber selbst wenn, dann kriegst ist es halt, aber du bist dann irgendwann mal durch halt so und hast jedes Mal dieses Ding. Ja. Wie genau hat sich jetzt deine Wettkampfhistorie bis heute so gestaltet? Also wo hast du mit welchem Erfolg mitgemacht bis zum letzten Wochenende? Profi bist du ja in Italien geworden, wenn ich das nur richtig weiß. Soll ich alle Wettkämpfe sagen, nur die erfolgreichen? Sag mal alle. Weil es sind eh nicht viele. Ja, eben. 2021 DBFV, Bayerische Meisterschaft, war ich nicht im Finale, irgendwie 6., 7., irgendwie sowas. Dann 2022 bin ich zum NPC, hab den South German Cup gemacht, hab Junioren gewonnen, aber da war nur ein anderer Starter. War bei Männern 5. von 10 und hab noch Novicen so gemacht, da war ich irgendwie 3. oder bei True Novice, sowas irgendwie. Und habe dann noch einen Pro-Qualifier gemacht in Rumänien. Da war ich 11. von 12 in meiner Klasse, in der Classic. Also auch nicht wirklich erfolgreich. Und dann, ja, da ist ein ganz guter Sprung gegangen von 22 auf 23. Habe dann beim South German Cup Gesamtsieg gemacht in der Classic. 6 Tage später gegen 113 Athleten Gesamtsieg beim Amateur-Olympia. Damit meine Pro-Card bekommen und habe dann 2 Wochen später noch mein richtiges Pro-Debüt gemacht. Aber gut, das Richtige würde ich sagen, war jetzt. Das war halt nur so, du machst halt mal mit. Da bin ich 6. von 10 geworden, aber da waren auch schon 3 dabei, die schon zum Olympia qualifiziert waren. Und ja, jetzt hat dann halt ein halbes Jahr später die German Classic Pro, wo ich gewonnen habe. Mhm. Es war schon bei deiner Pro-Card ein Riesen-Line-Up, oder? Insgesamt. Alter, weißt du, wie lange wir da gewartet haben, Backstage? Ich sage 113 Leute, also bis es mal durch ist. Mhm. Gab es eine Pro-Card? Nee, 3. Aber ich habe für die Top 3 im Gesamtsieg, aber ich war trotzdem Erster. Ist schon krass, aber stell dir mal vor, du hättest nur eine Pro-Card vergeben an dem Tag und die hättest du auch gewonnen von 113 Athleten. Hätte ich gewonnen, ja. Das ist ja schon heftig. Also klar, kommt ja auch immer Fallobst irgendwie, aber da waren sicher schon auch gute Leute dabei. Ja, voll, klar. Welchen Wettkampf fandest du von der Atmosphäre und von der Organisation beispielsweise am besten? Vielleicht auch, wo du gar nicht gestartet bist und nur mitbekommen hast, wie gut das war. Wie ist so ein Wettkampf organisiert, wenn du 113 Athleten in einer Klasse hast? Was richtig geil organisiert war, war letztes Jahr in Alicante. Die war Iogenics Pro Show. Das, was halt geil daran war, da gab es nur Men's Classic, Physik Pros und Wellness Pros. Und Tag davor war, der ganze Tag darüber, davor waren Amateure. Mhm. Heißt, wir waren auch erst um 20 Uhr oder so dran. Hört sich jetzt eigentlich nicht so chillig an, aber wir wussten das. Das war halt mal ein Wettkampf, wo du nicht ab 8 Uhr in der Halle bist. Wir sind irgendwann um 14, 15 Uhr zur Halle gegangen. Ich habe den ganzen Tag gepennt, habe noch 2, 3 Naps gemacht. Das ist halt schon geil. Und jeder, der mal in Alicante gestartet ist, ich finde, da gibt's das beste Training von allen. 20 Uhr waren wir auf der Bühne, ich habe die erste Schicht um 18 Uhr bekommen oder so und trotzdem saß die Farbe perfekt. Heißt, ich hatte auch den ganzen Tag keine Farbe. Ich habe wirklich bis 15 Uhr in meinem Hotel gechillt und habe geschlafen, hatte keine Farbe dran. Also das ist so angenehm gewesen. Und der Wettkampf ging dann auch schnell durch. Also das war echt geil von der Organisation her. Sonst waren die anderen jetzt auch nicht schlecht organisiert, aber du weißt ja, wie es bei Wettkämpfen ist. Gerade bei so einem Amateur-Olympia mit so vielen Startern. Du bist aufgepumpt, dann war ich 2 Stunden später immer noch nicht auf der Bühne. Das war wirklich so. Aber das kannst du mittlerweile damit rechnen. So. Ist Farbe sonst ein Problem, wenn du jetzt nicht in Alicante bist? Nee, kein Problem. Aber erstens, mich fuckt das immer ab, wenn du am Tag davor schon Farbe drin hast. Ich mag das nicht. Es ist einfach unangenehm, so auch zum Schlafen. Aber es ist nicht schlimm, aber wenn es so ist, dann ist perfekt, wenn es so ist wie in Alicante. Und ich bin halt sehr hell und ich nehme auch irgendwie die Farbe schlecht auf. Also ich brauche halt sehr, sehr viele Schichten. Also wir haben die richtig abgefuckt jetzt bei dem German Classic Pro. Ich bin da so oft hingegangen, mach hier nochmal. Wir haben die richtig genervt. Aber das hat sich ausgezahlt. Das hätte ich jetzt gefragt, weil ich fand die Farbe war richtig gut. Ja, Emi hat irgendwie so unter den Armen, hat es irgendwie nicht richtig gehalten oder ist weggelaufen. Ich habe keine Ahnung, es hätte mich jetzt interessiert, wie es bei dir ist. Gibt es manche, die sehr Probleme haben damit?
Nee, also das ist eigentlich nicht, wenn da die Farbe dran ist, dann passt schon. Mhm. Mich nervt halt nur manchmal dieses generelle Farbe-Ding, aber scheiß drauf, das ist nicht so schlimm. Mhm. Was machen die in Alicante besonders? Ist das Airbrush oder rollen die auch? Der Emilio hat da so eine eigene Firma, so eine eigene Tanning-Firma, beziehungsweise die hat, glaube ich, seine Schwester, die heißt Top Tan, aber das ist nicht dieses deutsche Top Tan. Ich weiß nicht, was bei der, also erstens ist die Farbe, finde ich, geil vom Farbton. Ist natürlich vielleicht auch nur bei mir so, weil jeder braucht einen anderen Farbton und so. Die so ein bisschen rötlicher und so. Und wie gesagt, die war halt, die haben sie wirklich erst 2-3 Stunden vor der Bühne hingemacht. Trotzdem hat die perfekt gehalten. Aber dadurch, dass sie so kurz dran war, ging die auch irgendwie richtig leicht wieder ab. Schon mal, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe ja noch überall Farbe. Mhm. Ich war duschen nach Alicante, es war zu 99% wieder weg. Das war voll geil. Also, ich weiß nicht. Die hat mir sehr gefallen. Aber die sprayen oder rollen die? Nee, die sprayen. Okay. Ich habe es auch schon von mehreren gehört, dass die so geil dort finden, die Farbe. Ja, finde ich interessant, weil das ist ja auch so für Leute, die da nicht mit viel zu tun haben, auch mal irgendwie cool zu hören, wie das so abläuft und dass es so Unterschiede gibt. Manche denken sich halt, du malst sie irgendwie an und dann passt es schon irgendwie, aber das macht ja am Ende schon einen großen Unterschied, ob deine Farbe gut ist oder nicht. Voll, voll. Das macht einen riesen Unterschied. Mhm. Du hast gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört oder gelesen habe, du kommst nach St. Leon Roth, um zu gewinnen. Hat geklappt. Wie fühlt sich das an, mit 22 zum Mr. Olympia zu fliegen? Unglaublich. Unbeschreiblich. Und ich glaube, ich kann es auch noch gar nicht richtig greifen. Auch wenn ich gesagt habe, ich werde gewinnen und so und ich auch daran geglaubt habe, aber trotzdem ist es dann so, wenn es dann so ist. Ich habe es auch in einem anderen Podcast letztens gesagt, ich war auf der Heimfahrt dann, da habe ich mir so gedacht, hey, ich krieg ja so eine Olympiajacke. Das ist ja immer so ein Riesending. Und dann denkst du dir so, Alter, du hast früher immer das dir so angeschaut und dachtest dir, wie geil so eine Jacke und so. Und egal, was passiert, ich krieg so eine Olympiajacke und so eine Medaille. Und dann dachte ich mir so, ey, krass, das ist ja wirklich so. Das ist schon der richtige Olympia so. Ich glaube, glaub, Urs schläft immer noch in der. Ja, ich würde auch da drin schlafen. Ich ziehe die gar nicht mehr aus dann. Naja, nach dem Wettkampf hat mir auch der Chris Ziller geschrieben, wir haben ein bisschen geschrieben und der meinte auch, der hat es damals erst gecheckt, als er dann wirklich da war bei der Registration und so. Ich glaube, das ist auch so, wenn er dann neben dir Chris Bumstead steht, dann checkst du erst richtig, was abgeht. Ja, toi, 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 und wir klopfen auf Holz, aber da kann ja immer auch noch viel passieren, das ist noch ein halbes Jahr. Also, klar. Gab auch schon Leute, die waren qualifiziert und haben es dann nicht hingeschafft. Klar, aber ja. Ich denke jetzt mal optimistisch. Ja, dass ja. Dass man jetzt nicht verletzt oder irgendwas. Nee, nee, aber es gibt auch schon Leute, die haben irgendwie einen Flug verpasst. Ach so. Nee, aber ich glaube, in den Zeiten sind wir jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich glaube nicht. Ach so, ich glaube, ich weiß ja. Nee, also Mike war da ja ganz lange in der Kritik, er irgendwie während Corona nicht da war. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht passieren. Ich glaube auch nicht. Ich fliege früh genug, denke rüber. Wenn ich den verpasse, dann nehme ich einen anderen. Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn dann auf einmal so ein Chris Bumstead neben dir steht, so ein Chris Ziller hatte ja das Glück oder das Pech, oder zumindest hat er gute Shots, dass er im numerischen Vergleich direkt neben Chris Bumstead stand. Du wirst ja auch Leute haben, die du seit Anbeginn Wettkampfzeit verfolgst. Ich wollte gerade sagen, das Gleiche, was Chris Ziller mit Chris Bumstead hatte, habe ich, glaube ich, ziemlich sicher mit Ramon. Ich habe schon mal wegen den Namen durchgeschaut. Ja, der heißt im Nachnamen Roca oder so. Roca, ja, Roca Quereo. Da kommt, glaube ich, keiner mehr. Da kommt, glaube ich, dann keiner mehr bei Rega. Ich glaube, ich stehe in den numerischen Callouts neben dem. Das ist geil. Ist geil irgendwie, ja. Boah, ich finde es voll geil, weil da gehen die ganzen Augen hin. Da gehen die ganzen Augen hin. Ist cool. Aber gibt es noch so andere Leute, wo du sagst, die verfolge ich schon voll lange, den folge ich auf Social Media und guck da immer noch tagtäglich rein. Jetzt stehe ich nachher neben denen auf der Bühne. Also ich muss sagen, ich bin ehrlich schon ein großer Fan von Ramon. Das ist also wirklich von allen, finde ich den schon mit am coolsten. Das ist noch so cooler. Ja, ich meine, Chris Bumstead ist eh so eine Lichtgestalt. Das ist sowieso komplett unglaublich. Und sonst, ja, ich meine, es ist auch cool, neben dem Urs dann so zu stehen. Aber das soll jetzt gar nicht blöd klingen, der ist ein bisschen greifbarer. Den hat man schon ein paar Mal in echt getroffen und so. Ich finde, das ist nochmal so Chris Bumstead und Ramon, die existieren gar nicht in echt bei mir. So, das ist so, weißt du, ich meine? Das ist halt einfach so ein Ding, so die gibt es irgendwo, aber die existieren jetzt nicht in der Welt, gerade wo ich lebe. Ich glaube, da ist schon mal noch ein bisschen was anderes. Und ich meine halt natürlich auch, das sind jetzt nicht meine direkten Konkurrenten, aber auch mal so beim Mr. Olympia sein, sich das dann, die Open-Leute da zu sehen, so, das ist schon auch krass. Hat Urs sein Handy in die Hand genommen und in eine Nachricht geschickt und gratuliert? Man hat ja schon Angst, der Urs. Ich glaube, der hat Angst. Ja, ich glaube auch, der hat Angst. Aber das Ding ist, bei der ProCard hat er mir geschrieben. Jetzt nicht mehr.
Ja, ja, das ist ja immer so eine Entwicklung, die sich da durchzieht, auch bei einem Chris Bumstead. Du merkst es schon, also bin ich der Meinung, dass du das merkst. Am Anfang war es immer so lustig. Jetzt merkt man, es geht Richtung Zenit, Richtung Ende der Karriere. Und dann findet er es auch nicht mehr so lustig, glaube ich, wenn der Ose auf der Bühne sagt, zieh mal dein Hemd aus oder irgendwie sowas. Mhm. Weil es rückt halt alles so näher zusammen. Es ist halt auch so dann dieser Konkurrenzkampf, der irgendwo stattfindet. Irgendwann voll. Bist du der kleine Junge, ich sag, klar, streichel dich mal. Und voll. Ja. Also ich meine das ja auch nicht schlimm oder böse. Im Endeffekt, guck mal an, so ein Urs kann durch mich gar nichts gewinnen. Der kann nur verlieren. Wenn der mich mein ganzes Leben lang, die nächsten 20 Jahre schlägt, dann hat der gar nichts gewonnen. Wenn ich den irgendwann mal schlag, dann hat er voll verloren. So, dann ist er nicht mehr dieser deutsche Dings. Er hat durch mich nichts zu gewinnen. Er soll sich blöd klingen. So, ich sage jetzt nicht, dass den ist, weiß ich nicht. Aber er kann nur verlieren, theoretisch. Wenn er gewinnt, dann sagt niemand was. Wow, da hat er halt jemand mehr geschlagen. Ist ja scheißegal. Ja, yeah. Du, am Samstag. Am Samstag ist Champions League-Finale Real gegen Dortmund. So, wenn Real gewinnt, dann jeder hat es gewusst, alle haben damit gerechnet. Die haben nichts zu gewinnen. So, dann hast du halt irgendwie zum 28. Mal die Champions League gewonnen, kriegst ein paar Schulterklopfer. Wenn du verlierst, dann ist halt so Party. Also, was ist natürlich denen. Immer eine Scheißsituation, klar. Ja. Kannst du mal den Ablauf auf der German Classic Pro ein bisschen schildern? Wie hast du das wahrgenommen? Das hat ja unfassbar hohe Wellen geschlagen jetzt im Nachhinein. Also ich muss sagen, im ersten Moment habe ich es gar nicht so wahrgenommen, gerade während dem Prejudging, weil ganz ehrlich, während du im Prejudging bist, so, ich krieg gar nicht mit, wer neben mir steht. Du machst einfach dein Ding und für mich war es dann so, ich war im ersten Callout, ich stand in der Mitte, dann wird die Top 3 weggeschickt und für mich war das gelaufen. Ich sag, Alter, geil, ich stand in der Mitte von den Top 3, die weggeschickt wird, ich habe das Ding gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wer neben mir stand. Ich weiß nicht, dass das komisch abgelaufen ist in dem Moment. Ja, du performst ja auch. Ja eben, ich schaue da ja nicht, wer steht denn jetzt hier noch in dem Callout. Interessiert mich auch nicht, ich mache einfach mein Ding. Und dann war ich fertig, war eigentlich überglücklich und so. Und dann kamen irgendwann Leute so her, die halt im dritten Callout waren und so, vielleicht nicht ganz zufrieden, was ja auch in Ordnung ist. Und sagen halt zu mir, hey, ich glaube, das dritte Callout war das erste Callout. Die haben die getauscht, das erste Callout war das dritte Callout. Und ganz ehrlich, in dem Moment, das hat man mir, glaube ich, auch angemerkt, die Leute, die waren, ich war richtig genervt. Ich bin halt von der Bühne runtergegangen, habe gesagt, boah, geil, ich habe hier gewonnen. Oder wahrscheinlich gewonnen. Und auf einmal kommen ein paar Leute zu mir und sagen mir, im Endeffekt, mein Callout war das letzte Callout. So, das willst du natürlich nicht hören, da hast du keinen Bock drauf. Dann habe ich mit Roland und so gesprochen und mit ein paar Leuten und ich habe mir Bilder angeschaut und habe gesagt, okay, vielleicht ist irgendwas irgendwie, aber ohne mich jetzt zu gut zu reden, ich bin sicher nicht im letzten Callout, weil dazu sah ich zu gut aus. Ganz getauscht kann es nicht sein, weil das würde nicht passen. Ich habe gesagt, nee, das wird schon passen, ich werde das schon gewonnen haben. Ich habe dann einfach optimistisch gedacht und ja, dann kam irgendwann Dennis James her. Also was ist im Endeffekt passiert, so ein bisschen das zu erklären. Also es ist ja so, es gibt eine Hauptkampfrichterin, dann gibt es noch andere Kampfrichter. Und die Hauptkampfrichterin ruft die Callouts auf. Und das passiert ja alles live. Also sozusagen, es sind die numerischen Callouts und da ist ja keine Zeit mehr zwischendrin, dass sie sich bespricht mit den anderen Kampfrichtern. Heißt, jeder Kampfrichter macht seine Wertungen, aber wer in welchem Callout ist, das macht live gerade die Hauptkampfrichterin. Da wird sich nicht besprochen. Ist ja gar keine Zeit. Es passiert ja Schlag auf Schlag. Numerische Callouts und dann kommen direkt die richtigen Callouts. Heißt, die Hauptkampfrichterin ruft die Callouts auf. Und so hat sie es tatsächlich, so wie ich verstanden habe, gesehen, so wie die ersten Callouts gestellt wurden. Prejudging warum? Und dann haben halt die ganzen anderen Kampfrichter gesagt, hey, was hast du da ausgerufen für Callouts? Das sehen wir teilweise ganz anders. Das passt nicht. Wir sehen Leute, die du im zweiten Callout hast, im ersten, Leute, die du im dritten Callout hast, weiter vorne. Und eigentlich zählt ja jede Kampfrichterstimme gleich. Heißt, dann haben die da ewig lang gemacht, ewig lang rumgetan, Pause hat sich ewig verlängert und dann wird sich drauf geeinigt. Man macht nochmal eine Confirmation Round, wo man im Finale nochmal Vergleiche macht, die dann so sind, wie die ganzen Kampfrichter es wollen. Und ja, das hat man auch gemacht. Jetzt ist natürlich so, ganz ehrlich, hinten raus finde ich immer noch, dass so ein paar Platzierungen tauschbar sind, beziehungsweise eventuell man tauschen müsste sogar. Habe es jetzt auch in den anderen Podcast gesagt, ich finde, es hört sich immer blöd an, aber ganz ehrlich, ich will ehrlich sein, ich finde, dass die Platzierung 1 und 2 völlig in Ordnung gehen und jeder, mit dem ich gesprochen habe, der vor Ort war und auch nicht die Leute, die nicht vor Ort waren,
natürlich gibt es immer Leute, die sagen, ich habe nicht verdient gewonnen, aber das wird es immer geben, egal was für ein Wettkampf, es wird immer, wenn du irgendwas gewinnst, Leute sagen. Aber die meisten, wirklich allermeisten sagen, das geht in Ordnung. Ich stand auch im Prejudging, also so wie es die Hauptkampfrichterin sieht, in der Mitte vom ersten Callout, als auch in den finalen Callouts in der Confirmation Round, wo dann von allen Kampfrichtern zusammengestellt wurde. Ich habe auch mit den Kampfrichtern gesprochen im Nachhinein. Der eine Kampfrichter hat gesagt, es war komplett klar für sie. Die Hauptkampfrichterin meinte, sie wollte nach dem Prejudging, dass ich gewinne, aber es war sehr, sehr, sehr knapp, weil ich ein bisschen zugelaufen bin und ich musste im Finale noch ein bisschen schärfer kommen. Wir sind im Finale ein bisschen schärfer gekommen. Sie hat gesagt, das hat sie direkt gemerkt. Dann war es für sie auch klar. Also für die Kampfrichter war die Platzierung auch klar. Wie gesagt, ich finde hinten raus, ja, da kann man safe was tauschen, aber es soll nicht blöd gehen. Das habe ich auch vorhin gesagt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Es ist natürlich geil, Dritter zu werden, aber ob du Dritter oder Achter bist, theoretisch ist es halt wirklich egal. Hm. Natürlich ist es blöd, aber also ich finde, es ist richtig blöd. Aber im Endeffekt, es spielt keine große Rolle, weil du bekommst nichts dafür. So. Du hättest halt noch so eine Holztafel bekommen. Okay, aber im Endeffekt, wie gesagt, das kann, ein paar Leute werden es anders sehen, aber ich finde, die ersten beiden Plätze gehen in Ordnung. Hinten raus könnte man ein paar Sachen tauschen, aber wie groß jetzt die Rolle ist, ist die Frage. Ich finde, das wird dann da jetzt so, aber es ist ja in Social Media immer so, dass es dann so ein bisschen größer getreten wird, wie es eigentlich ist. Es ist natürlich auch ein bisschen schade, weil dadurch irgendwie natürlich, wenn da das Judging kritisiert wird, wie gesagt, teilweise auch zu Recht, halt auf den ganzen Wettkampf irgendwie ein schlechtes Licht gerückt wird und dann halt auch irgendwie so der ganze Wettkampf als so ein bisschen komisch dargestellt wird und dadurch natürlich auch irgendwie der mein Sieg immer so ein bisschen, ja, halt einfach ein bisschen, ist halt nicht ganz so cool einfach. Aber ich sag ganz ehrlich, erstens, in 3 Wochen juckt's eh keinen mehr. Ich habe meine Olympia-Quali und fertig. Und zweitens, ich bin mit mir auch im Reinen. Es ist nicht so, dass ich mir denke, oh, eigentlich war der andere schon besser. Sondern ich und mit den Leuten wirklich, mit allen Kampfrichtern, mit denen ich gesprochen habe, mit allen, mit denen ich sonst auch vor Ort gesprochen habe, auch mit Leuten, die sich's live angeschaut haben, von denen ich die Meinung interessiert, mit denen ich gesprochen habe, meinten, das geht in Ordnung. Also ich bin mit mir im Reinen und fühle mich jetzt nicht, als hätte ich irgendwas geschenkt bekommen. Ich finde, ich war da der Beste. Und außerdem, wenn ich das schon mal auf das Thema überleiten kann, mache ich hier noch einen anderen Wettkampf, die M-Pro. Mhm. Und ich finde, das bietet sich perfekt an, hätte ich auch sonst gemacht. Aber da kann ja dann wirklich jeder, der meint, also falls es jemand gibt überhaupt, ich habe auch mit einem André oder so Gerstner, ich mag den richtig gern. Mit dem bin ich viel in Kontakt. Auch der meinte, hey, klar, er sieht sich vielleicht auch ein bisschen weiter vorne, aber er hat auch mir gesagt, auch als Gegner, deine Platzierung geht in Ordnung, Luca, du hast das Ding verdient gewonnen, fertig. Mhm. Aber was ich nur sagen wollte, ich starte dann nochmal auf der M-Pro und wenn halt irgendjemand dann tatsächlich meint, wie gesagt, was ich jetzt gar nicht unbedingt glaube, aber von den anderen Teilnehmern, dass es unzurecht war und der sich besser sieht als ich, dann kann man es da ja nochmal sich ausbetteln. Da ist der Tyler Mannion, der Head Judge, da gibt es dann glaube ich gar nichts zu reden. Mhm. Freunde, es geht sofort weiter für euch mit dem Gannikus Podcast. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Mit dem Code PODCAST spart ihr 10% auf alle unsere Supplements im Gannikus Shop. Bedeutet, ihr bekommt immer den besten Kurs auf Top-Produkte und unterstützt außerdem noch ganz automatisch dieses Format hier. Hast du überhaupt in dem Moment und auch danach angefangen, das für dich selbst erklären zu wollen? Oder kam das jetzt so im Nachgang, weil so ein großer Trubel drum gemacht wurde? Weil du kannst es schon gut erklären, was da passiert ist. War es ja auch vor Ort. Stand es ja dann auch da, hast mit den Leuten gesprochen. Ich glaube, da wurde halt so ein bisschen was hin und her getauscht mit den Callouts. Und ich glaube, einziges Fragezeichen habe ich dann am Ende bei der Scorecard, weil dann halt nur irgendwie eine Runde gewertet wurde. Und wie das du dann Alex gesehen, auf 2 bekommst, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, aber ich vermute mal ganz ehrlich, die haben es vom Prejudging komplett überworfen. Und ich vermute auch tatsächlich, dass sie halt, wie gesagt, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd ist, aber weil es so ein Trubel war, die hinteren Platzierungen tatsächlich ein bisschen weniger beachtet dann haben. Die haben dann irgendwie wahrscheinlich besprochen, hey, wer gehört für uns alle in die Top 5? Das haben sie so geklärt. Und ich glaube, das war denen relativ egal, ob jetzt hat der 12. oder 6. wird. Die wollten nur noch das Ding irgendwie gut über die Bühne bringen, weil die halt auch wahrscheinlich gesagt haben, was juckt's jetzt? Ob wir den auf 12 oder auf 6 haben. Wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber weil es dann so ein Durcheinander war, gehe ich mal davon aus. Und wie musst gesagt, du ja auch. Du musst ja den Wettkampf zu Ende bringen. Ich denke, die Top 5 und so, die gehen, wie gesagt, in Ordnung. Vielleicht könnte man einen oder so tauschen, aber ja. Also, wie gesagt, vor Ort habe ich da dann auch gar nicht mehr so die Gedanken gemacht.
ich weiß halt noch, nach dem Prejudging war ich so ein bisschen genervt, weil irgendwelche Leute mir erzählen wollten, dass ich jetzt im dritten Callout war. Aber dann habe ich mir gesagt, Bilder angeschaut. Na, ich gesagt, nee, das bin ich safe nicht. So selbstbewusst bin ich jetzt mal, dass ich auf den Vergleichsbildern so gut ausschaue, dass ich nicht im dritten Callout bin, dass das schon das erste Callout bei mir war. Und da habe ich gesagt, ich mache jetzt das Ding zu Ende und ich gehe auch ins Finale raus, so mit dieser Einstellung, ich habe das jetzt gewonnen, ich stand mit der ersten Callout, ich zeige, dass ich hier der Champ bin, und es hat dann auch gut geklappt. Hm, ja, das heißt so, ich sage, ganz Nachhinein am Schluss, ist ein bisschen, ja, Nachhinein ist halt so ein bisschen blöd, aber pff, juckt eh nicht. Jetzt so ganz zum Schluss, warst du dann auch nicht überrascht, dass du gewonnen hast? Also bei dem Verlauf könnte man ja irgendwie denken, du stehst dann da und irgendwie keiner weiß mehr, wer jetzt vorne und wer jetzt hinten ist, und dann rufen die einen ganz anderen Namen auf, aber da bist du jetzt nicht irgendwie aus allen Wolken gefallen. Ich war was, wo ich schon ein bisschen verwirrt war, ist dann, als sie im Finale die Dings gemacht haben, die Callouts nochmal, weil da haben sie ja dann tatsächlich das zweite als erstes gemacht. Mhm, genau. Also sozusagen, aber es ist ja eigentlich oft so, dass es ein Final Callout gibt. Mhm. An sich ja gar nicht schlimm, aber als sie das dann aufgerufen haben, da dachte ich dann schon ganz kurz, hey, warte mal, bin ich jetzt, weil im ersten Mal ja wirklich 7 Leute, bin ich jetzt da doch weiter hinten. Und dann aber, als ich gesehen habe, ah nee, der Alex steht auch noch hinten und so, da habe ich schon gecheckt, okay, nee, die haben das jetzt einfach getauscht. Und, sorry, als dann die Platzierungen aufgerufen wurden, da war ich mir eigentlich sicher, dass ich gewonnen habe. Weil ich war der Einzige, der im Prejudging als auch im Finale die ganze Zeit in der Mitte stand. Die anderen haben sie mal ein bisschen getauscht, mal links und rechts, und ich stand wirklich, ohne einmal getauscht zu werden, in der Mitte. Da war ich dann schon sehr zuversichtlich. Wie war allgemein die Stimmung, wenn dann in der Pause, die sich ja schon verlängert hat, so eine Ansage kommt mit, es wird jetzt nochmal gewertet, weil das habe ich auch bei uns in den News gesagt. Es gibt ja so Leute, die checken dann, kacke, ich bin irgendwie hinten, das macht jetzt hier heute den Kohl nicht mehr fett, ob ich einen Burger esse oder nicht, und ich schenke das jetzt ab. Das habe ich jetzt, Entschuldigung, erzähl noch zu. Ja, alles gut, also okay. Das kann ja bei manchen Leuten so, können ja so sagen, okay, ich schenke das jetzt ab, ich gehe jetzt fressen, und dann kommst du nachher vielleicht nur nach vorne, weil es neu gewertet wird. Also ich habe ja dein Video gesehen, ich weiß nicht, ob du da konkret was mitbekommen hast, aber das hat mich eher gewundert, weil ich habe es nicht mitbekommen, dass er gesagt hat, dass irgendjemand 3 Big Macs frisst, die kriegst du nicht mehr raus. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Nein, also das war wirklich. Ich glaube, die haben schon relativ schnell uns gesagt, dass da nochmal gewertet wird. Ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass da irgendjemand einen Nachteil davon hatte. Ich meine, also ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, irgendjemand hat angefangen zu fressen wohl. Es kann aber sein, aber da habe ich nicht mitbekommen. Ich habe aber natürlich auch nicht auf jeden geschaut. Ja, ist ja, du musst aber also nur wenig. Ich meine, es ist dann, also ich will jetzt nicht sagen, selber schuld, aber das würde ich halt eh nie machen, auch wenn ich weiß, dass ich weiterhin bin, weil du eh nochmal auf die Bühne musst, vielleicht für die Präsentations- oder Kür oder so. Also da, selbst wenn das jetzt aber jemand gemacht ist, da, tut mir leid, habe ich jetzt kein großes Mitleid. Würdest du sagen, ist irgendwie auch auf Social Media eklig geworden? Kriegst du da Anfeindungen wegen sowas jetzt? Ganz, ganz wenig. Also ich muss tatsächlich auch sagen, zum Beispiel, ich habe, das hatte mich da auch ein bisschen erst getriggert, ich habe der Bodybuilders Without Borders, ich denke, sagt dir was, der hat relativ viele Posts zu dem Judging gemacht, und da dachte ich mir auch, ey, komm, jetzt reicht's auch mal. Aber da muss ich dann auch sagen, der hat dann tatsächlich auch in den Kommentaren irgendwann noch klargestellt, dass es gar nicht um mich ihm geht. Das ging um die Platzierung von dem German und so. Und dann habe ich gesagt, hey, stimmt, da gehe ich eigentlich eh mit. Klar, jetzt wird es so riesengroß getreten. Aber der hat es nochmal klargestellt, es geht gar nicht um mich. 100%, wie gesagt, ich habe auch Kommentare gelesen, die sagen, was sucht denn der bei der Olympiabühne und so. Aber wie gesagt, das wirst du natürlich immer bekommen. Da hätte ich, egal was für eine Show, gewinnen können und egal wie deutlich, es wird immer irgendjemand geben, der einen blöden Kommentar schreibt. Und das ist mir auch relativ egal. Das sind meistens Leute, die haben, nicht böse gemeint, aber halt relativ wenig Ahnung. Also so, ich habe von, man sagt ja auch immer, Kritik kommt immer nur von unten. Und ich habe von niemandem, der irgendwo, muss nicht mal besser sein, aber irgendwie mehr Ahnung hat oder viel tief in dem Sport drin ist, also von so jemand habe ich nie gar nichts gehört. Du kriegst halt, wenn dann, irgendeinen blöden Kommentar von einem Account ohne Profilbild, der halt, weiß ich mein, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ja, das war ja auch das, was ich gesagt habe, war mir auch ganz wichtig und auch im Vorgespräch so, ey, wenn ihr jemanden auf jeden Fall in Ruhe lassen müsst, dann ist es den Luca oder die Athleten, weil die können ja gar nichts dafür. Die stehen halt da vorne, die wundern sich teilweise auch. Ich habe ja den Wettkampf gekauft, weißt du, ich kann schon was dafür. Ja, also ich bitte dich, wenn das mal so weit kommt, dann will ich nicht mehr angucken. Es haben ja wirklich Leute geschrieben, unter meinem YouTube-Kanal stand, wie viel bitte Roland gezahlt hat irgendjemand geschrieben. Ja, also das ist ja völlig absurd. Völlig absurd. Also, come on, ja. Und jetzt aber, irgendwie damit zu kommen, zu sagen, und ja, Tappe erinnert ja auch noch den Wettkampf gesponsert, gell?
Ja, also die haben es ja bezahlt. Ja, also auch wenn du sagst, der Junge hat noch Gewichtslimit. Ja, und jetzt? Und jetzt? Ich finde, Urs, als er angefangen hat. Ich finde, das ist ja umso besser. Wie gesagt, ja. Urs hat ja auch schon Wettkämpfe gewonnen mit Gewichtslimit. Das heißt ja, dass ich eigentlich noch umso mehr Potenzial habe, mich zu verbessern. Was ist für ein Argument? Also, wenn jemand gut aussieht und eine starke Form hat und du. Also und ich habe tatsächlich auch von niemandem, der Kritik geschrieben hat, irgendein Argument bekommen. Also ist jetzt hier wirklich auch ganz ernst, gar nicht böse als Angebot gemeint. Mich würde es interessieren, falls jemand meine Platzierung kritisiert, bitte schickt mir diese Comparison-Shots und zeigt mir, wer wo besser ist. Mhm. Also meine ich wirklich, bin ich niemandem böse. Ich will das wirklich sehen, weil es wird mir niemand schicken. Mhm. Da bin ich mir sicher. Und wie gesagt, ich mache eh noch die Empro mit, dann kann man da ja nochmal schauen. Kann natürlich auch sein, dass jetzt auch jemand auf der Empro mich... Oder was, es kann sein. Ich bin optimistisch, ich werde es nicht gewinnen. Aber ich meine, selbst wenn mich da jetzt jemand schlagen würde, heißt es auch nicht, dass er jetzt am vergangenen Wochenende besser war. So, jeder hat eine Tagesform. Vielleicht hat der sich einfach in 3 Wochen so verbessert oder was weiß ich, was passiert ist. Wie gesagt, für mich war ich an dem Tag der Beste. Aber trotzdem, ich werde auf der Empro nochmal mit einer besseren Form kommen. Und da werde ich es ganz klar machen, dass da niemand mehr sagt. Aber wie gesagt, falls jemand Kritik hat, das würde mich wirklich interessieren, weil Kritik kommt immer ohne Argumente, das kennst du ja selber. Dann soll mir halt mal jemand schreiben, hey, die Pose geht aufgrund von dem eigentlich an ihn und so, er ist besser, will ich sehen. Yeah. Wird nicht kommen. Da würde ich so viel Geld wetten, wird nicht kommen. Bist du jemand, der guckt im Internet, der so sagt, okay, Empro, 2 Wochen, ich schau mal, wer da alles so am Start ist und dem zeige ich es dann richtig oder machst du komplett dein Ding tunnelblickmäßig? Bisschen so. Also wie gesagt, zum Beispiel gut mit so einem André Gerstner, mit dem habe ich so ein bisschen geschrieben, aber auch eher aus dem Grund, wir wollen danach halt noch was essen gehen und so. Alter, sieht man auch, es gibt keine Verfeindungen unter den Athleten. Null. Ich habe auch mit einem Flo danach geschrieben, mit einem Alex Westermeier, der natürlich ein bisschen genervt war. Also jetzt nicht, weil er halt einfach nicht gewonnen hat, jetzt nicht wegen der Wertung, sondern klar, du bist natürlich genervt, wenn du Zweiter bist, wer wäre es nicht. Und auch der hat es mir gegönnt, also wir sind da alle voll gut miteinander. Wie gesagt, der Einzige, der das einem, wenn er nicht gönnt, ist halt irgendjemand im Internet im anonymen Profilbild hockt. Aber unter uns sind wir da alle cool. Ich freue mich da auf ein Rematch. Also mit wem ich nur ein bisschen geschrieben habe, ist tatsächlich mit dem Jose Ma, der auch überlegt, die zu machen. Der weiß nur nicht wegen dem Weight Limit, aber tatsächlich, wer der mich angeschrieben hat, der hat mir gratuliert und so. Und da haben wir kurz geschrieben, wegen der Endpro und ob wir noch danach zusammen trainieren wollen, ein Video machen sollen, der war mega nett. Also der macht mit, eventuell, wie gesagt, ist noch nicht ganz sicher. Ich fänd's voll cool, wenn er mitmacht. Es ging jetzt schon auf voll vielen Newsseiten so Vergleichsbilder von mir und ihm rum, weil wir beide 22 sind. Und es wäre so ein Traum, wenn ich einen Zweier-Callout mit dem hätte. So eins und zwei, das fände ich so geil. Das würde überall rumgehen, so 22-Jährige, 2. Stück. Das fände ich halt geil. Ansonsten haben mich tatsächlich auch ein paar Leute von der German Show angeschrieben, die mich gefragt haben, ob ich mitmache. Aber sonst mache ich da mein Ding. Wie gesagt, ich fände es echt geil, wenn der Jose mal mitmacht. Natürlich ist der brutal schwer zu schlagen, aber das fände ich voll geil. Du hast es schon gesagt. Ich will auch ein leichtes Line-Up, ja. Nein. Also du willst ja auch Gas geben und du willst dich auch beweisen. Safe. Und da, im Oktober, da gibt es kein leichtes Line-Up. Eben. Du hast gesagt, manche sind natürlich schon so ein bisschen genervt, dass sie nicht gewonnen haben und jetzt auch mal so völlig losgelöst von diesem Wettkampf. Wenn du mal versuchst, dich in die Lage der anderen zu versetzen, kannst du dann verstehen, dass die, ich sag mal, ein bisschen abgefuckt sind? Ich meine, die machen das nicht erst seit gestern, da kommt so ein Jungspund und rasiert. Das ist schon heftig. 100%, natürlich. Und wie gesagt, zweiter Platz ist immer ein Platz, wo du abgefuckt bist. Also wie gesagt, ich habe mit Alex geschrieben, Alex ist wirklich so nett gewesen. Der hat auch gesagt, er gönnt mir das übertrieben. Aber dass er ein bisschen genervt ist, ist klar. Und das hat, wie gesagt, nichts mit der Wertung zu tun, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist komplett menschlich. Wer denn nicht genervt, wenn du Zweiter wirst? Und wie du sagst, du machst es schon ewig lang und dann, was halt von 22 geschlagen ist, halt ein bisschen natürlich nochmal sowas anderes. Ja. Du hast eine unfassbar starke Back-Double-Biceps. Arbeitest du da bewusst dran? Man sagt ja immer, Shows werden von hinten gewonnen und Emi hat jetzt auch komplett abgerissen mit seiner Back-Double-Biceps hier bei der Kerli Pro. Ist da was Spezielles dahinter, dass du sagst, mach mehr Mobility oder was auch immer, um richtig aufzumachen, weil es gibt ja wirklich viele Leute, die da Probleme haben. Gar nichts eigentlich. Also ich glaube, ich habe halt, es sind viele Faktoren, ich habe halt einfach zum einen gute Beine auch von hinten, als auch einen guten Gluteus und da habe ich auch genetisch, glaube ich, sehr Glück, was die Streifen angeht. Natürlich, ich komme halt auch einfach hart, aber trotzdem hat nicht jeder so Streifen.
Das ist halt auch ein bisschen einfach genetisch. Und ich denke halt, mein Rücken ist einfach gut, auch gut ausgeprägt. Das ist halt einfach, passt halt einfach. Das ist halt einfach eine geile Pose für mich. Mhm. Jetzt würden ja jetzt viele einfach sagen, das ist Genetik. Worauf würdest du primär deinen Erfolg schieben? Ich habe einen richtig interessanten Beitrag bei dir auf Instagram gefunden. Ich glaube, der war so inspiriert von Brad Wilken, wo du gesagt hast, einfach auch viele Stunden an Arbeit und ganz, ganz viele Social Events, die ich nicht mitgemacht habe. Ja, also 100% spielt Genetik eine Rolle, aber ich denke, tatsächlich würde ich es eher auf dieses Arbeiten beziehen. Also einfach machen. Weil ich das halt, wie gesagt, auch wenn ich jetzt noch jung bin, aber schon sehr viele Jahre mache und wirklich seitdem, ich habe nie ein Training verpasst, ich habe nie ein Meal verpasst, ich mache das immer ernst und ich meine, dann kannst du nur besser werden. Du kannst dich nur von Jahr zu Jahr verbessern, wenn du alles richtig machst, wenn du Vollgas gibst, geht gar nicht anders. Und irgendwie hat jeder immer eine Ausrede und hier, ach, konnte ich mal nicht essen und da ist mal das und das und... Ich meine, ich mache ja auch Coaching. Klar, die Leute haben jetzt vielleicht nicht die gleichen Ambitionen wie ich und das müssen sie auch gar nicht. Aber da kriegst du es mit, wie oft dann halt irgendwie hier was kommt und das hat nicht geklappt und so. Mhm. Und das darf es halt einfach nicht geben. Dann klappt halt was anderes nicht. Dann muss halt das auf der Strecke bleiben und du gehst nicht zu dem Geburtstag und nicht dahin. Aber wenn das Meal rein muss und wenn das Training rein muss, dann muss halt das andere drunter leiden. Natürlich, wie gesagt, gilt das nicht für jeden. Wenn du das Lifestyle-mäßig machst, Digga, dann scheiß auf dein Training. Wenn dein bester Kumpel Geburtstag hat, dann geh da bitte hin. Der hat einmal im Jahr Geburtstag. Aber wenn du alles rausholen willst, dann musst du halt manche Sachen hinten anstellen. Ich glaube, das ist halt eine Sache, die sehr wenige machen. Mhm. Wenn wir mal versuchen, ein bisschen die Zukunft zu prognostizieren, was denkst du, wie viel Kilo du an Stageweight noch drauf bekommst bis Oktober? Bei gleicher Form oder ein bisschen besserer Form? Ausfüllen werde ich es, denke nicht. Aber ich denke schon, also im Endeffekt ist Gewicht egal. Ich finde es immer so schwierig zu sagen, weil wenn ich jetzt sage 3-4 Kilo und ich wiege gleich viel wie jetzt und bin einfach nur noch mal viel ekliger hart, dann hört sich aber für die meisten Leute so an, als wäre unser Plan nicht aufgegangen, das hätten wir verkackt. Deshalb bin ich da vorsichtig mit Zahlen, aber ich denke 3-4 Kilo Muskeln, ob es 3-4 Kilo am Ende Gewicht sind, ist was anderes, aber ich denke, da geht schon noch mal gut was. Und du weißt auch selber, 3-4 Kilo Muskeln, wenn du noch ein bisschen härter bist, ist dann noch mal ganz anders. Mhm. Und ich meine, die Qualität wird immer besser, die Präsentation wird besser, es gibt so viele Faktoren. Mhm. Musst du viel Aufwand betreiben, um in die Form zu kommen, die du jetzt hast? Kalorien, Cardio? Glücklicherweise gar nicht, glücklicherweise nicht. Also geht bei mir mal ziemlich easy. Ich hatte in der ganzen Diät ein paar Tage, wo mal eklig waren. Ansonsten, also bei mir ist so, ich brauche dann oft auch Refeeds. Also ich hatte auch die letzten 2 Wochen jedes Mal ein Cheatmeal mit Burger, Pommes, Eis und so. Und auch so, also richtig groß, dass ich schon fast nicht reinbekommen habe mit 2 doppelten Burgern und so, dass mir eher schlecht schon danach war. Es ist bei mir, ich weiß noch 2022, meine Vorbereitung war richtig, richtig, richtig schlimm. Mir ging so scheiße, ich habe jeden Tag nicht mehr gewusst, wie ich noch einen Tag überleben soll. Und dann 2023 und dieses Jahr, es war so easy. Und das war schon so einfach beide Male, dass ich mir so gedacht habe, gerade 23, ich hoffe, dass ich überhaupt so fertig werde, weil man sagt ja immer, hey, wenn es dir scheiße geht und so, dann wird die Form gut. Und mir ging es so gut, ich habe mich teilweise gar nicht gefühlt, als ob ich Diät mache. Aber dann, ich habe dadurch eher gelernt, das ist sogar besser, wenn es einem gut geht, wenn man keinen Stress auf dem Körper hat. Das ist das Beste, was du haben kannst. Das Training läuft besser, der Schlaf ist besser, alles läuft besser. Also da bin ich, kann sich natürlich auch über die Jahre ändern. Ich meine, ich bin sehr jung, ich habe einen guten Stoffwechsel. Das wird vielleicht, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, aber das ist relativ entspannt bei mir. Wie schätzt du selbst dein Potenzial ein? Hast du schon Gedanken, eventuell mal mehr zu machen als Classic Physik? Boah, ganz schwierige Frage. Ich will es nicht ausschließen, dass ich mal irgendwie Open oder so mache, aber ich vermute tatsächlich eher nicht. Erstens glaube ich, dass meine Genetik für Classic zu gut ist und das irgendwo eine Verschwendung wäre, sage ich mal. Und zum anderen weiß ich tatsächlich auch nicht, ob meine Genetik für Open überhaupt gut genug ist. Mhm. Also ich war immer sehr, sehr dünn früher und wenn ich jetzt in der Offseason mal so 113 Kilo oder so hatte, dann habe ich mich schon echt schwer gefühlt so. Also es ist wirklich gefühlt so. Und ich bin halt auch relativ groß. Ich bräuchte, um an Open auf Mr. Olympia weit vorne mitzuspielen, wahrscheinlich mindestens Off-Season-Weight 130 Kilo, mindestens. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich da so dafür gemacht bin. Ob ich das so schaffe, mit mir rumzutragen so. Und ob ich das auch will.
ich will es nicht ausschließen, weil ich bin noch sehr jung, keine Ahnung, was in ein paar Jahren ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Classic schon sehr, sehr gut für mich passt. Mhm. Du hast Ampro gesagt, Olympia ist safe. Hast du noch andere Pläne, die eventuell auf Wettkämpfe bezogen stattfinden könnten? Ich hatte eigentlich noch überlegt, ob ich vielleicht noch Portugal und Dubai mache. Habe ich aber jetzt, werde ich nicht machen. Da habe ich auch mit Roland gesprochen. Ich habe auch mit der Hauptkampfrichterin gesprochen. Die meinten beide auch, und wir haben so zu dritt ein bisschen besprochen. Dadurch, dass ich ja zum Beispiel noch Weight Limit offen habe, ist ja was anderes, wenn ich eh schon reindrücken muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch Dubai mache, sind es halt nochmal 6 Wochen mehr. Es wäre zwar safe ein geiler Wettkampf, aber ich könnte halt einfach die 6 Wochen auch einfach als Aufbauen nutzen. Und das sind bestimmt 1-2 Kilo. Und das, wie gesagt, ich habe halt noch das Weight Limit offen. Das ist halt wirklich einfach am Ende Nettogewicht, was ich wahrscheinlich mehr, besser und beim Olympia habe. Deshalb, wir machen jetzt noch die M-Pro und dann halt nur noch Fokus auf den Olympia und lieber noch ein bisschen Fleisch draufpacken. Mhm. Geht das jetzt alles erstmal leichter von der Hand nach dem Erfolg? Die Diät weitermachen? Ja, alles, also Druck auch, wenn du Druck gehabt hast. Ich weiß, du wirkst so sehr gelassen und so sehr, sehr optimistisch, sehr selbstbewusst, aber hast du Druck? Ich würde nicht sagen, richtig Druck. Im Endeffekt, was soll passieren? Ich habe meine Quali und alles. Aber klar, hast du jetzt keinen Bock, dann auf einmal Letzter zu werden, weil dann heißt natürlich irgendwie von jedem, ey, auch wenn ich jetzt sagen würde, einfach nur schlecht in Form wäre und da irgendwas verkacken würde, wird es natürlich heißen, okay, da bei der letzten Show war irgendwas falsch. Aber eigentlich kein Druck, weil wie gesagt, ich habe nichts zu verlieren. Ich hab schon damals irgendwie vor dem German-Wettkampf gesagt, wir sind eine Woche fast in Alicante. Ich bin mit ein paar Freunden unten. Wir haben so eine Villa uns gebucht, weil wir halt zu voll viele sind, mit einem Pool und so. Und ich habe gesagt, ey, ich will unbedingt auf der German Pro die Quali holen, dass ich in Alicante einfach so fett chillen kann. Ich will da an dem Pool chillen und mir gar keinen Kopf machen. Wissen, ich habe die Quali schon. Natürlich hast du, wie gesagt, einen gewissen Druck, du willst abliefern. Aber ich glaube, ich versuche es relativ gelassen zu nehmen, so gelassen, wie es geht. Mhm. Und ja, ich denke, das kriege ich ganz gut hin. Ich bin sowieso immer so, also ich krieg's gut hin, sehr selbstbewusst, glaube ich, bei dem Wettkampf sein. Ich bin dann zwar auf der Bühne, merkt man mir schon ein bisschen an, dass ich aufgeregt bin manchmal, aber ich war mir sicher, oder nicht sicher, aber ich bin auf jeden Fall in die German Pro Show reingegangen und habe gesagt, ey, ich werde das gewinnen. Und da war ich dann schon auch, habe ich mir schon so gesagt, dass ich da wirklich auch davon überzeugt war, und genauso werde ich es auch bei der M-Pro machen. Mhm. Abschließende Frage, kannst du schon ein Ziel formulieren für den Olympia, oder ist das noch gar nicht so gesagt, dass man da eine Aussage treffen könnte? Es ist halt voll schwierig beim Olympia, und das Problem ist, ich habe da ein bisschen so eine Einstellung, ich kann nicht wohin fahren, um nur mitzumachen. Wenn ich jetzt mein Ziel sagen würde, was ich halt einfach so brauche, um mich darauf vorzubereiten, dann kriege ich nur blöde Kommentare, dass ich utopisch denke. Deshalb, ich glaube, ich sage da einfach gar nichts dazu. Ich mache einfach mein Ding. Das ist Politiker. Du musst schon ein bisschen was sagen. Aber ey, ich glaube nicht, dass man dich da dran misst, so ganz ehrlich. Nein, guck mal an. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich ein Ziel, so wo blöd vielleicht ist. Aber ich kann mich nur auf den Wettkampf vorbereiten, wenn ich da gewinnen will. Mhm. Natürlich, wie gesagt, es ist ein Ziel, wo jeder sagt, ja, okay, träum weiter so. Aber ich werde mich darauf vorbereiten, weil das wird aus mir 100% nur rausholen. Ich werde aus mir nur 100% rausholen können. Wenn ich in der Trainingseinheit bin und mir sage, Alter, ich will da so einschlagen, ich will Chris Bumstead schlagen. So, wie realistisch es dann tatsächlich ist, ist was ganz anderes. Aber wenn ich aus mir 100% rausholen will, dann will ich und muss ich so in eine Trainingseinheit gehen und kann nicht in eine Trainingseinheit gehen und sagen, ja, vielleicht werde ich ja zweiten Drittel landen, also, oder im oberen Mittelfeld. Dann hocke ich im Satz und denke mir, okay, oberes Mittelfeld, ob das jetzt dann 20. oder 21. ist eigentlich egal, also eigentlich ist es auch egal, ob ich den Satz jetzt noch Vollgas mache oder nicht, weil wenn mich jetzt halt einer mehr schlägt, dann ist egal, so, das geht nicht. Wärst dir beim Olympia, du hast vorhin gesagt, ob du jetzt 8. bist oder 5., ist ja wurscht, wärst dir beim Olympia auch egal, ob du 11. oder 9. bist? 11. oder 9. nicht, weil das Top 10. Ja, eben. Ja, okay, du hast recht. Jetzt hast du mich ein bisschen dran bekommen. Ja, jetzt habe ich dich ein bisschen hops genommen, aber. Ja, nee, tatsächlich nicht, hast recht. Ja, Top 10 wäre schon geil, oder? Das wäre schon krass, ja.
Ja, du sagst jetzt, ich muss mich motivieren, um zu gewinnen. Ich muss Chris Bumstead schlagen wollen, weil sonst kann ich irgendwie im Training nicht Gas geben. Aber wenn dir jetzt heute jemand sagt, kommst beim Olympia in Top 10, würdest du unterschreiben? Nee. Ja, siehst du, das ist eine gute Einstellung. Weil Urs hat auch eingeschlagen. Ich sag ja, ich sehe viele Parallelen. Also vielleicht geht auch mehr. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt auch, es ist jetzt egal, ob das jetzt für irgendwelche Leute blöd überkommt. Aber jeder, der eine gute Wettkampfeinstellung hat, der wird das verstehen. Ich habe die gleiche Frage hat mich direkt nach der German Pro auch die Jennifer Zienert gestellt. Das ist auch im YouTube-Video, habe ich auch das gleiche gesagt. Und sie hat auch gesagt, genau so eine Einstellung hat sie auch. Sie kann auch nur sich so vorbereiten. Und jetzt ist komplett klar, dass ich mich auch so vorbereiten muss. Also jeder, der irgendwie irgendwo vorankommt, der wird das verstehen, dass du da als Wettkämpfer so eine Einstellung hast. Egal wie realistisch das ist, so musst du da rangehen. Nee, finde ich gut. Und von meiner Seite aus sind wir tatsächlich durch für heute. Egal bei was, ich wünsche dir natürlich maximalen Erfolg und ich bin richtig gespannt, was ihr bis Oktober zaubert. Luca, vielen Dank nochmal, dass du heute für die Folge am Start warst und dir in sehr der Prep die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gern. Hat mir auch sehr Spaß gemacht, sehr viel Spaß. Spätestens beim Olympia sehen wir uns hoffentlich in Vegas, vielleicht sogar nochmal davor. Mhm. Ja, ja, gerne, immer gerne. Ja. Auf jeden Fall beim Olympia und dann machen wir ein Live-Interview. Das wird geil, ja. Naja. Ich freue mich. Luca, alles Gute und gib Gas für M-Pro. Werde ich machen. Und in diesem Sinne war es das mit einer weiteren Episode des Garnicus Podcasts. Macht's gut da draußen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.